So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist ein Abholschein, das ist eine Packstation. Ich muss jetzt schnell ein ganz besonderes Paket abholen und dann zu einem ganz besonderen Ort fahren. Und da möchte ich was ganz Besonderes abholen und was ganz Besonderes testen. Und was das ist, sehen wir gleich. Aber erstmal muss ich kurz warten, bis frei ist, damit ich gucken kann, ob ich mit gefälschter Unterschrift hier ein Paket holen kann. Da seht ihr nämlich, wie sicher das ist. Nämlich gar nicht. Ich habe jetzt was daran geschmiert. Jetzt drücke ich mal hier drauf. Und da geht schon ein Fach auf. Und wir sehen hier, das wird das nächste Unboxing. Ein Paket von Holy. Das sieht doch richtig genial aus. Sieht aus wie ein Schachbrett. Da freue ich mich schon drauf. Guckt euch das mal an. Das sieht genial aus. Das nehme ich jetzt mit. Und jetzt was zu essen suchen. Auf der Suche nach Nahrung bin ich jetzt hier an diesem Thomas Philips vorbeigekommen. Ich weiß nicht, was das ist, noch nie gesehen. Ein Laden namens Thomas Philips. Hupsi hat gesagt, das ist sowas wie ein Teddy oder ein Pfennigpfeifer oder irgendwas anderes. Da gehe ich mal kurz rein. Da soll es nämlich riesengroße Bälle geben. Die will ich kurz zeigen und dann weiter auf Nahrungssuche. Guck mal, was wir da gefunden haben. Eine Mischung aus allem und doch so viel. Es ist ein Hocker, ja? Wer sitzt denn so niedrig? Es ist ein Fußhocker zum Füße drauf tun. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, was das hier ist. Weil eigentlich wollte ich zu McDonald's und nach den Coca-Cola-Gläsern suchen, aber irgendwie bin ich jetzt hier gelandet. Und das sind die Bälle, die ich vorher gesehen habe, die ich auch richtig stark finde. Kleiner Ball 3 Euro, großer Ball 8 Euro. Guck dir das mal an, wenn du den hier raustust. Richtig brutal. Da wirst du gleich wieder zum kleinen Bubi. Da hätte ich gern zwei und dann um die Wette werfen. In die Körbe rein. Hier, Pupsi, einen für dich. Los, Pupsi, werf mal rein. Oh mein Gott, guck dir das an. Ausrasten. So, wer kann das lesen? Nergi. Ich tue ja immer so Vokabeln dazwischen packen, wenn ich irgendwas sehe. Ach, das ist übrigens Cranberry. Cranberry Nergi. Das ist aber egal. Das ist aber nicht egal. Das sieht nämlich gut aus. Erstens sticht das voll ins Auge von der Verpackung her und dann ist es auch noch mit Bubblegum-Geschmack. Da würde ich gerne mal was mitnehmen für Ramses Kitchen und testen. Davon gibt es aber auch noch andere Sorten, wie man hier oben sieht. Da nehmen wir mal 4 Stück mit. Ups. Pass auf, der eigentliche Plan ist nämlich, es gibt ja jetzt hier so komische McDonald's-Gläser, wieder mal. Da gibt es ein rosanes, das sieht richtig brutal aus, richtig stark. Ein blaues, was richtig stark aussieht. Und dann gibt es ganz viele andere und die sehen halt total billig aus, wie sonst auch immer, so direkt zum Durchgucken, aber nicht so prall wie die anderen. Pupsi ist heute am Start und wollte sich unbedingt dieses rosane Glas holen. Ich wollte mir eigentlich das blaue holen. Ich wollte nämlich diesen Guacamole, Spicy, Dings, Hot Chicken, irgendwas mal testen. Jetzt haben wir gesehen, der ist momentan gar nicht verfügbar hier in Meiningen. Also verzichte ich heute auf das blaue Glas und diesen Burger. Pupsi holt sich trotzdem das rosane. Und wir gehen dann am Montag nochmal her. Da gibt es nämlich das Regenbogenglas für Pupsi. Und da versuche ich dann den Spicy Guacamole Chicken zu testen mit blauem Glas. Wir wissen aber nicht, ob das blaue Glas am Montag noch da ist, ob sie das Regenbogenglas am Montag kriegt. Jetzt will sie sich aber das Rosane holen. Mal gucken, ob das klappt. Sorry. Ja, es flackert wieder, aber so sieht das dann eigentlich aus. Unser Menü mit Gutschein. Der erste Teil des Plans ging eigentlich schon mal auf, wie ihr hier seht. Wir haben jetzt also ein Menü bekommen mit Gutschein, wo es zwei Burger gab und dazu ein Glas. Guckt euch mal das Glas an. Das sieht eigentlich wirklich richtig genial aus, weil es ist schön matt, kräftig, farbig und das sieht auf jeden Fall besser aus als alle anderen, wo du einfach nur durchguckst und die ganz leicht schimmern. Das als blaue Variante wäre bestimmt auch noch cool. Jetzt aber, wir haben extra einen Milchshake genommen. Dann kam einer, hat gesagt, Milchshake geht nicht mehr, gibt's nicht mehr, die können sie aber nicht rausnehmen. Jetzt mussten wir Milchshake hier mit 2 Euro Pfand holen, weil das hier in einem extra Becher angeblich kam. Jetzt gibt's ja gar keinen Milchshake und auch keinen Pfand. Und als Ersatz haben wir jetzt eine Cola gekriegt, aber die Cola kommt in einem herkömmlichen Becher. Wo ist jetzt der Pfand, Bruder? Abzocke bei Meggles, ein Fall für Kabel 1.
So, bei uns ist jetzt der nächste Tag. Ihr seht, anderes T-Shirt am Start. Wir haben gestern das pinke Glas geholt und gesehen, dass ja noch so ein Gutschein ist. Den kann ich ja mit meiner App jetzt einlösen. Nochmal so ein Menü mit zwei Burgern und Glas dabei für das blaue Glas. Gestern war also Pupsi Edition, pink. Heute kommt die Ramses Edition. Also muss ich auch zwei andere Burger nehmen, die ramsichartiger daherkommen als die Pupsischen von gestern. Und deswegen auf der Suche nach dem blauen Glas. Ditte ist natürlich jetzt das Ramses-Menü in blau. Sieht man hier. Ich habe gar nicht gewusst, dass man auch den McPlant auswählen kann in dem Menü im Doppeldecker. Habe aber jetzt trotzdem statt einem McPlant hier zwei McChicken mitgenommen. Und da ist das blaue Glas. Ihr seht, das leuchtet auch richtig stark. Jetzt steht nur noch ein was auf der Bucketlist, und zwar das Regenbogenglas. Und den Guacamole Spicy Chicken irgendwas testen, aber den gab es ja beim letzten Mal nicht. Heute hätte es den gegeben, aber wir müssen eh nochmal wegen dem Regenbogenglas kommen, gucken uns das an. Und ganz wichtig, immer Cola Zero. Kriegst du immer direkt Bauchschmerzen und alles fühlt sich falsch und komisch an, aber ist ja gesund. So, Anlauf Nummer 3, Tag Nummer 3, habe mich extra frisch und schön und sexy gemacht für das Regenbogenglas. Das blaue, das pinke ist schon da, heute Regenbogenglas. Wir wollen zwei holen, eins fürs Muttertier, eins fürs Sandra-Tier. Und jetzt habe ich gedacht, kann ich den Spicy Guacamole testen, um ans Regenbogenglas zu kommen. Aber das Problem ist, das gibt's nur im Gutschein von dem Doppelmenü, wo es zwei Burger gibt, und bei der Burgerauswahl ist kein Spicy Guacamole dabei. Das heißt immer noch kein Spicy Guacamole. Der muss irgendwann extra kommen. Aber jetzt erstmal Regenbogen, scharf, Glas. Das Essen ist jetzt da, die Burger sind da. Ihr werdet nie erraten, was ich für Burger genommen habe. Ich habe doch letztens gesagt, es gibt auch McPlant als Doppelpack. Im Doppelpack-Menü war ich so schlau und habe mir jetzt einen McPlant geholt. Der hat mir nämlich beim Test, als wir den getestet haben, so gut geschmeckt, dass ich gesagt habe, den würde ich sogar öfters essen, freiwillig. Und Grüße ans Muttertier, die isst nämlich immer McRib. Habe ich mir als zweiten Burger jetzt einfach hier einen McRib ausgesucht. Den isst ihr doch sonst nie. Nö, eben, den esse ich sonst nie. Und deswegen, weil die Mama den immer gern isst. Und ich weiß, dass der McRib immer die Nationen spaltet. Die einen hassen den, die anderen lieben den. Habe ich mir einen McRib geholt. Das ist jetzt hier das Regenbogenglas. Im Gegensatz zu dem letzten, was halt aussah wie ein alter Blechkübel, finde ich das ja, freundlicher, bunter, aber das strahlt ja trotzdem auch wieder nicht so schön. Das ist ja auch wieder matt. Das andere hat richtig geleuchtet, wenn die Sonne reingeschienen hat, ne? Das war richtig toll. Das, muss ich sagen, bin ich jetzt schon wieder ein bisschen enttäuscht. Also, das könnt ihr ruhig behalten, das brauche ich nicht. Noch cooler als das McDonald's-Glas. Ist nur das, was da hinten steht. Darf ich mal kurz damit fliegen? Hui, diese Schleichfigur. Guck dir das an. Wer braucht schon das Regenbogenglas, wenn er sowas hat? Jetzt müssen wir aber trotzdem irgendwann wiederkommen, um den Spicy Guacamole zu testen. Und noch eine andere Figur. Gut. Was sagst du denn jetzt zu dem Glas? Ja, ist ganz okay. Aber wunderschön, sagte Marie. Es sieht halt wieder nicht aus wie ein Glas, sondern eher wie ein Becher. Weil es wirklich nicht wie Glas zum Durchschauen, sondern halt als wäre es Plastik. Naja, habt ihr auch ein Regenbogenglas? Schreibt es mal in die Kommentare. Welches Regenbogenglas aus welcher Edition fandet ihr am besten? Was sagt ihr zum diesjährigen? Habt ihr das Pinke, habt ihr das Blaue, habt ihr sonst was? Ich habe gesehen, manche haben das jetzt schon wieder bei eBay Kleinanzeigen drin und verkaufen das für 100 Euro. Die haben doch eine Macke. Und den Lipton Eistee Bucket verkaufen sie für 1234 Euro. Ja, ich bin bereit. Aber jetzt nicht mehr. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.